Hallo und herzlich willkommen Leute, mein Name ist Alex, ihr seid auf dem wunderschönen Channel FreeFM und heute gibt es eine grandiose neue Folge Jump World, aber ich bin nicht alleine. Ich habe den bezaubernden, umwerfenden, grandiosen Bierherr dabei. Komm mal raus. Hallöchen, ja, da bist du. Hallöchen. Ja, Pier macht auch YouTube. Heißt Dead Brother One auf YouTube. Hat erst 20 Abonnenten. Jungs und Mädels, ich will jetzt niemanden diskriminieren. Ich will, dass das mehr ist. Oben rechts habt ihr gerade eine Infokarte aufgeploppt. Dort direkt zu seinem Kanal. Auf seinem Kanal machen wir auch noch eine Runde, wo wir beide spielen. Ja, machen wir das, nehmen wir gleich nochmal auf. Ja. Ja, ausgezeichnet. So, und checkt ihn auf jeden Fall mal aus. Cooler Dude, gar nicht gechillt. Kann man mal machen. Und ja, was haben wir, Leute? Wir haben heute eine Duell-Map. Erstmal zu einer Regel. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Jump One. Es ist ein Duell, bei dem man sich mit seinen Freunden oder Gegnern messen kann. Es macht viel Spaß. Okay, es macht... Oh, das kann ich jetzt auch schon sagen. Es macht viel Spaß. Alle Sprünge sind möglich. Das will ich herausfinden. Viel Spaß bei der Map. Ich nehme Rot, wie mein gesamtes Kanal leer ist. Gut, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, los geht's. Huiuiui. Ja, du weißt ja vielleicht noch nicht, du weißt vielleicht schon, wie grandios ich doch bei Jump Ones bin. Ja. Hast du es? Nee. Okay, noch nicht. Nee. Und ich verstehe es noch immer nicht. Ich war jetzt 3, 4 Mal da oben, aber ich verstehe es nicht. Oh. Soll ich nach vorne laufen? Soll ich zur Seite laufen? Wo soll ich hingucken? Soll ich mich umdrehen und was soll ich machen? Wie soll das funktionieren? Ja. Vor allem bei solchen Jump Ones, wo ich dann noch so Scheiße über den Kopf habe, Mann. Alter. Das wird Ewigkeiten zu Kanten dauern. Ha, ja, habe ich schon mal was da. Ja, guckt euch diesen Noob an. Nein, das geht doch nicht. Pierre, dann erzähl doch mal ein bisschen von dir. Wer bist du? Was machst du so? Oh Gott, nein, ich bin untergefallen. Das ist Pierre. Ja. Mein Kanal heißt etwa 01. Okay, auf hallo. Auf meinem Kanal. Skywars Video. Skywars Video? Vorstellung. Ja, Showvorstellung. Ich glaub mal ganz nice. Er hat momentan ein bisschen ein Problem mit Teamspeak, deswegen Teamspeak denkt sich schon, nee, der Hack hat nichts gesagt, wenn er was gesagt hat, ach Gott, ich hasse das so. Das kommt davon halt, hier Sprachaktivierung, ihr kennt es wahrscheinlich auch, da spackt Teamspeak ganz gerne mal rum, deswegen nicht wundern, wenn er ab und an mal mitten im Satz abbricht. Das kann durchaus passieren. Huh, ich habe gerade einen neuen Rekord für mich geschafft, oh Gott, wie soll, ach nee, so, sowas kann ich nicht. Das bekomme ich nicht hin. Wie soll das für mich funktionieren? Oh Gott, ich hab eins geschafft, okay? Ich hab... Oh shit, bro. Oh Gott. Werde ich es jetzt schaffen? Epische Musik, bitte. Nein, nicht epische. Warte, spannende Musik. Das ist drin. Wird Alex das schaffen? Oder wird er bei dem Sprung verkacken? Nein, ich hab's geschafft. Ha, du Noob. Ach Gott, nein. Wir wollen, also ich glaube, ich bin echt die letzte Person, die sich über andere lustig machen kann, dass sie nicht in den Jump Ones gut sind. Probier's einfach mal aus. Aber ich glaube, das war falsch. Zumindest. Nope. Das war falsch. Da muss ich zum Checkpoint. Oh nein. Guck mal, jetzt hast du immer weniger Fails als ich, ne? Alter, Jump and Run. Ja, ist richtig krass, dein Gebiet, habe ich gehört so. Bei mir sind es Leitersprünge. Ich liebe Leitersprünge. Wenn ich nicht ganz so voll im Schnitt wäre, dann würde ich jetzt ein paar Compilations einblenden. Wie sehr ich Leitersprünge doch liebe. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, das war mein letztes Jumpboard-Video. Jungs, Mädels, das poppt jetzt hoch, also in der Ecke als Infokarte, außer ich vergesse es. Einfach mein letztes Jumpboard-Video. Da habe ich wirklich eine Stunde fast an einem Jump gesessen, weil mein Kollege Schwachsinn erzielt hat. Ne? Das ist auch natürlich mega geil. Das ist wieder so ein Jump von der Sorte. Alter, ey. Boah, ich verkacke so die ganze Zeit bei diesem Rankensprung beim ersten Modul. Oh ja, der Rankensprung ist auch dreckig. Ich habe jetzt ein bisschen was geschafft, will ich mal so meinen. Soll ich jetzt von alle... Alter, ey. Wie soll ich das hinbekommen, bitteschön? Oh Mann, das war so klar. Wenn ich alleine irgendwelche Maps spiele, kann ich immer noch cheaten aus Not. Aber ich weiß gar nicht, wie schaut das hier aus. Wir können sogar schon das Jumpman bewerten. Ja, also jetzt, da ich habe das Jumpman schon vollkommen durch. Ich bin jetzt absolut zu einer kritischen, objektiven Bewertung fähig. Oder was sagst du dazu? Wie gefällt es dir so? Mir gefällt es bloß dieser eine Rankensprung ganz am Anfang. Der ist nicht so toll, oder? Nee. Da ist was dran, ich habe auch einen Leitersprung, der mich halt abfuckt. 3 Euro, wie viel sind es? 1,50, die ich bisher verdient habe. Boah, Alter, ey.
Ich kann mir schon Döner von kaufen, also. So ist es ja nicht. Ich hab mir da 100 Stunden Arbeit da reingesteckt und ich könnte für zu einem Mindestlohn von 8,50 Euro mir bei Burger King oder McDonald's einen Job holen und arbeiten, aber nee, komm. Ich hab ja schon mit YouTube einen Burger einen Döner verdient oder so. Also was spricht das schon gegen, ne? Oh Gott. Du kommst aber auch irgendwie nicht wirklich weiter, ne? Nee, immer wenn ich an der Ranke dran bin, dann geht mein Charakter weiter nach rechts und dann fall ich wieder runter. Ja, du musst mal mit sneaken, wenn du an der Ranke dran bist. Das hilft meistens. So, ich hab's, ja gut, das habe ich geschafft. Den Sprung habe ich ja auch bekommen. Ich kann schon etwas nie, also soweit ich es sehe, kommen noch zwei. Also insgesamt glaube ich, besteht das aus vier Parts. Wie komme ich jetzt von hier aus weiter? Ich kann auch nicht abbauen. Alter Vater. Oh, ich hab's Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Das ist ja der Wahnsinn. Hallo, kann ich das nehmen? Nein. Okay. Gut. Okay, kann ich hier drauf? Gibt mir das irgendwo? Ja, gut. Ich hab, glaube ich, einen Weg. Also ich weiß nicht, ob das... Ist das der Legend Way für das Jumpman? Nee. Keine Ahnung. If it works, it ain't stupid. So. Soweit ich sehe, letztes Modul. Oh, dieses Jump'n'Run regt mich irgendwie ein bisschen gerade auf. Ja, doch. Das haben ein paar Jump'n'Runs an sich. Ich verstehe es nicht. Also wenn ich jetzt nicht zu faul bin, das zu schneiden, nur falls mir das beim Schneiden auffällt, dann schneide ich jetzt meine Slow Motion rein, wie ich da auf dem Block drauf stand und trotzdem runtergefallen bin. Ich mache ja so meistens Jump-Wall, also wäre es ja eigentlich vielleicht nur fair, wenn wir bei dir eine Runde von dem Ding, was du kannst. Ah, ich will ja nicht sagen, dass ich das kann. Ich kann es nicht. Aber ich kann es weniger schlecht als du, hey, das ist auch was. Gut, Luca kann es aber auch schlechter als ich. Und eigentlich hättet ihr auch noch eine richtig geile Folge sehen müssen mit Luca, aber nein. Luca, der Herr, verschunzelt seine Aufnahme, da hatte ich auch keinen Bock dann drauf. Du hast schon so viel Geld verdient, dass du dir einen Burger kaufen kannst. Ja, einen Döner. Und du wahrscheinlich, obwohl ich weiß nicht, ob du genug für so einen 1 Euro Burger bei McDonald's. Nee, aber ich wurde auch schon ein paar Mal gefragt, hey, das war, als ich noch 40 Abos hatte oder 30, hey, yo, Alex, wieso schaltest du eigentlich Werbung auf deine Videos? Wieso monetarisierst du die? Du hast ja nichts davon. Das stimmt vollkommen. Ich habe davon wirklich nichts. Und es steht in den Sternen, ob ich jemals mit YouTube genug Geld verdienen werde, um 70 Euro zusammen zu haben, die ich mir dann auszahlen lassen kann. Das stimmt, aber ich denke mir so, es gibt durchaus YouTuber, welche die haben 10.000 Abonnenten und schalten keine Werbung. Und da gibt es YouTuber, die haben 100.000 Abonnenten. Ich Knuspertosch, das ist glaube ich so einer von denen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viele Abonnenten er genau hat, aber es gibt auf jeden Fall doch bekannte YouTuber, die keine Werbung auf ihre Videos schalten. Und bei mir ist es so, ich möchte das einfach als Routine drin haben, weil ich sitze von Video zu Video unterschiedlich zwischen einer halben Stunde und wirklich jetzt 5 Stunden an einem Video. Wahrscheinlich an diesem Video, hier werde ich auch gut eine Stunde ohne Rendering dran sitzen. Aber ich sitze da wirklich schon eine Zeit lang dran. Und deswegen finde ich, ist das auch nicht verkehrt, Werbung zu schalten, weil ich meine, das sind 5 Sekunden der Lebenszeit, die man da einschenkt. Und vor allem, ich möchte das halt einfach als Regelmäßigkeit drin haben, dass ich nicht sagen muss, okay, ich habe 10.000 Abonnenten, jetzt ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, sagt andere 10.000, ach Quatsch, das ist doch im Vergleich zu einem Simon Ungenix, ne, und das finde ich gut, dann habe ich vielleicht mal irgendwann 100.000. Und naja, das ist halt einfach so mein Prinzip. Ich möchte das einfach als Regelmäßigkeit schon drin haben. Wie schaut es da bei dir aus? Wie siehst du es auch? Eigentlich bei kleineren YouTubern ein bisschen, weil so richtig klein, die nicht mal 100 Abos oder so haben, ein bisschen unnötig, aber so ab 100 finde ich das schon eigentlich ein bisschen, weil das sind ja nicht so vor, ich mache jetzt einmal schnell Aufnahmeprogramm an, vor, dauert so 10 Minuten, denn schneiden 5 Minuten, das Video dauert ja mindestens eine Stunde oder so und das ja. Machst du ja extra für YouTube und wenn du denn 5 Sekunden Werbung schaltest, kann sich auch eigentlich niemand darüber aufregen. Und da kann sich jetzt wirklich jeder, der daran Lust hat, alle meine Videos angucken, auch in allen Videos, die über 10 Minuten sind, es ist mir so egal, ob ein Video über 10 Minuten ist oder nicht. Auch im Schnitt, ich schneide im Schnitt wirklich sehr, sehr viel weg. Ich möchte das möglichst kompakt und möglichst unterhaltsam halten. Und ich habe genug Videos, die sind 8,50 lang oder 39 oder so. Ich könnte locker wirklich praktisch jedes Video auf über 10 Minuten strecken.
Ich tue es aber nicht. Ich sehe halt kein, wenn ein Video halt über 10 Minuten ist, ist es halt über 10 Minuten. Ich schneide es so, wie es mir Spaß macht. Und es gibt ja, das hat Alphastein mal gemacht, der hat in einem 10 Minuten Video 6 oder 8 Mal Werbung geschaltet. Und dann finde ich wirklich, dann kann man sich beschweren und sagen, was soll denn das? Das ist ja Schwachsinn. Aber ich denke mir, ich habe vielleicht, also bei über 10 Minuten Videos, wenn ich daran denke, habe ich am Anfang, am Ende und nach 25 Sekunden einmal Werbung geschaltet. Das wird mir so von YouTube standardmäßig vorgeschlagen. Oder wenn ich halt logischerweise nicht über 10 Minuten komme, dann, ich bringe mich gleich um. Dann habe ich einfach vor dem Video Werbung geschaltet. Und wenn ich das jetzt im Schnitt nicht vergesse, dann blende ich euch mal ein, wie viele Aufrufe ich habe und dazu im Vergleich, wie viele Aufrufe ich habe, die monetarisiert sind. Und da seht ihr schon halt, es ist nicht so, als ob da wirklich jeder Klick monetarisiert ist. Ich habe es mal ausgerechnet. Aber wie viele Zuschauer oder wie viele Zuschauer mal Werbung geschaltet bekommt, aber das sage ich jetzt nicht aus dem Kopf, weil ich da jetzt gerade nicht die Zahlen habe und bevor ich mich da verhaspel, sage ich einfach lieber gar nichts dazu. Also ich bin nicht falsch gesprungen, aber es ist trotzdem, Alter, jetzt, weil ihr wisst ja, bei Timon, der wird euch eine Durchschnittsspielzeit angezeigt und die lag bei 8 Minuten, glaube ich. Wir sind jetzt schon bei, guck mal, wir sind schon bei 28 Minuten. Endlich. Sehe ich jetzt erst, das ist wahrscheinlich, weil die Leute dann quitten, weil sie keine Lust mehr haben. Also, so, das ist jetzt mein letzter Try. Wenn ich bei diesem Try jetzt nicht darauf komme, dann beende ich die Folge, würde ich sagen. Weil, ja, gut. So, Leute, falls es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert den Channel, um nichts mehr zu verpassen. Guckt auch auf jeden Fall beim lieben Pierre vorbei. Dort nehmen wir jetzt auch noch ein paar Videos auf und da kommen auch noch mit ihm ein paar Videos auf meinen Kanal. Lasst euch einfach überraschen, guckt auf jeden Fall bei. Ist verlinkt, oben in der Infokarte, ist aber auch der erste Link in der Videobeschreibung. Und dann, ich bedanke mich bei dir beim Zuschauen und bei Pierre beim Mitspielen. War vielleicht nicht ganz so erfolgreich der Part. Aber naja, was ist man von meinem Jump-Run-Skills auch schon gewöhnt. Dann sieht man sich in der nächsten Folge. Haut rein. Tschüss.